Hallo zusammen, ich bin Carola von Nilan Linz und ich begrüße euch zu unserem Video-Hop. Die Stefanie und ich, wir beschäftigen uns heute mit dem Stempelset Celebration of Tags und dem dazugehörigen Stanzen. Da gibt es eine Dreifachstanze und so Herzen, Kürbisse für Halloween und Weihnachtssterne, Schneeflocken. Und möglicherweise kennt ihr die Stanze schon aus dem letzten Herbst-Winter-Katalog. Da gab es ein Stempelset für Weihnachten und Halloween und Silvester. Und dieses hier beschäftigt sich mit sämtlichen Anlässen, die man irgendwie feiern kann. Entweder dieses Yay, du hast es geschafft, oder It's your day zum Geburtstag. Das ist zum Beispiel auch dieser Anhänger, den ich heute verwenden werde. Das Ganze habe ich da, hier habe ich drinnen verpackt in meiner Schachtel. Eine Matchbox mit zwei Schokokugeln. Wir machen hier die Verpackung, die Hülle dazu, das ist Stöfchen, wo diese Kugeln drinnen sitzen. Und das Ganze ist verbunden mit so Bändern. Und ich beginne im ersten Schritt einmal mit dem Einfärben der Bänder. Und zwar habe ich da verwendet das Saumband in Flüsterweiß. Ihr wisst, das ist ja rein weiß, Flüsterweiß, wie der Name schon sagt. Und ich schneide mir da zwei Stück, so mit ungefähr 40 cm ab. Diese brauchen wir, diese 40 cm, sonst geht sich das nicht aus, dass man im Kreis herum, also um die Schachtel drum herum wickeln. Und diese Bänder färbe ich mir ein und ich zeige euch da heute mal zwei verschiedene Methoden. Zum einen mit den Stampin' Blends, das heißt die Alkoholmarker von Stampin' Up. Ich habe hier verwendet den Farbkarton in Granit. Ich habe aber den Stampin' Blends in Granit nicht, aber ich finde, dass der Schiefergrau auch ganz gut dazu passt. Das heißt, ich ziehe mir einfach über das Band den Stampin' Blends drüber. Von beiden Seiten. Also einmal, ich beginne da eigentlich so immer in der Mitte und beginne so nach links und nach rechts das Band einzufärben. Und ich habe bewusst jetzt mit dem begonnen und nicht mit der Verpackung, weil das Ganze ein bisschen Zeit braucht zu trocknen. Nicht lange. Die Trägerflüssigkeit ist hier Alkohol. Und man kann es da eh schon ganz gut erkennen, den Unterschied zwischen diesen beiden Farben. Also das hier Flüsterweiß und oben das Ganze in Schiefergrau. Und dann könnt ihr noch einfärben mit unseren Stampin' Write Markern. Der hat ja auch zwei Seiten. Der hat zum einen so eine Pinselspitze. Also eine Spitze zum Schreiben. Und hier ist diese Pinselspitze. Und mit der mache ich es genauso wie mit den Stampin' Blends. Ich ziehe die Pinselspitze über mein Band drüber. Und färbe mir mit dem das Band ein. Bänder könnt ihr mit beiden Stiftvarianten einfärben. Perlchen und unsere Strasssteine gehen nur mit den Stampin' Blends, mit den Alkoholmarkern. Das liegt vor allem in der Trägerflüssigkeit. Hier ist die Trägerflüssigkeit, in den Markern ist die Flüssigkeit Wasser. Und Wasser hält euch auf Plastik nicht, Alkohol jedoch schon. Das heißt, wenn ihr Alkohol auf den Perlen und auf den Strasssteinen verdampft, bleibt euch der reine Pigment von den Farben dann übrig. Das Problem ist, Bei den Stampin'-Write-Markern, da hält euch das Wasser nicht auf den Perlen und den Strasssteinen. Aber auf den Bändern funktioniert das beides. So. Ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet, ich kann irgendwie nicht wirklich sprechen. Ich habe vorbereitet, zum einen für die Box, für den Boden, Farbkarton in Granit, mit 12x16 cm. Und diesen falzen wir uns auf allen vier Seiten, brauchen wir einen Schummelzettel, bei 4 cm. Das heißt, ich lege das links herüben an und ziehe mir auf allen vier Seiten bei 4 cm eine Falzlinie. Dann habt ihr hier so ein Kreuzmuster drauf. Für die äußere Hülle benötigt ihr Farbkarton in 17,6 cm zu 8 und das Falzen wir beginnen bei 4,1. Zweite Instanz ist 8,2, 12,3 ist die dritte Falzung,
16,4, da brauche ich jetzt den Arm dazu, ist das vierte, wo wir stanzen, falzen. Und rechts bleibt euch dann 1 cm über, das ist unsere Klebelasche. Also 4,1, 8,2, 12,3 und 16,4. Ihr kriegt alles da unten eingeblendet, also ihr braucht nichts mitschreiben. Ihr kennt das. Ihr kriegt alle Maße im Video eingeblendet. Und dann für innen, da gibt es dieses Stöfchen, wo die Kugeln drauf sitzen, damit die in der Box nicht herumfliegen. Farbkarton in Flüsterweiß zu 7,8 x 11,8 cm und das falzen wir auf allen vier Seiten bei 1 und 2 cm. Also 1 und 2. 1 und 2. Auf allen vier Seiten. Ihr werdet gleich sehen, warum wir da pro Seite zwei Falzlinien benötigen. Und wenn ihr den Papierschneider schon heraus habt, könnt ihr euch vorbereiten. Designerpapier. Ich habe hier verwendet das neue Designerpapier aus dem Jahreskatalog, das Pfingstrosen. Pfingstrosen-Poesie nennt sich das Ganze, ist eine Produktserie, da gibt es dann noch einmal ein anderes Video dazu, nämlich mit den Stempeln und so weiter. Und das sind ganz, ganz feine, zauberhafte, pastellige Farben und dieses in Grau zum Beispiel könntet ihr selbst kolorieren in den Farben, die euch gefallen. Und da sind halt immer diese Pfingstrosen mit drauf und ich habe mich für dieses in Blütenrosa da entschieden. Und ihr benötigt hier 4 Stück Designerpapier in 7,5 zu 3,6 cm. Also wenn ihr schon einen Papierschneider zur Hand habt, könnt ihr euch gleich das Designerpapier zurechtschneiden. Und dann beginnen wir. Ich gehe her, knicke mir die Falzlinien um und schärfe das Ganze mit dem Papierfalter. Auch dieses lange Teil hier. Die letzte Falzlinie und auch beim Flüsterweiß umknicken und falzen. Im nächsten Schritt nehmen wir die Schere und ich schneide hier über die kurze Seite links und rechts bis zur ersten Querfalz ein. Dabei schneiden wir pro Klebelasche unser gewohntes Dreieck aus. Und dann kürze ich mir das Ganze noch so um einen halben Zentimeter. Das Dreieck rausschneiden. Und einen halben Zentimeter wegschneiden. Auf der gegenüberliegenden Seite genau das gleiche machen, also einschneiden bis zur Querfalz. Links das Dreieck rausschneiden, rechts das Dreieck rausschneiden und kürzen um diesen halben Zentimeter. Links das Dreieck raus. Und auf der anderen Seite ebenso. Jetzt haben wir hier so unsere Klebelaschen. Es wird dann Ganze so eingeklebt und dann habt ihr hier die Schachtel. Bei diesem Teil hier, bei unserem Stöfchen, geht es so. Da nehmt ihr euch die lange Seite und schneidet einmal diese beiden kurzen Falzlinien bis zur Querfalz ein. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenso, bis zur Querfalz einschneiden. Dann schneiden wir uns die äußeren zwei weg, ebenfalls auf allen vier Seiten. So,
Und dann schneiden wir noch das ganze, das äußere hier, dieses eine Quadrat weg. Auch auf allen vier Seiten. Und dann, kennt ihr, das sind die Klebelaschen, die kleinen, die dann übrig bleiben. Und wir schneiden wieder links und rechts unser Dreieck raus. Klebelasche. Das muss jetzt nicht ganz akkurat sein. Wichtig ist, dass ihr nur ein Stückchen rausschneidet. Die Klebelaschen bekommen keinen Schönheitspreis bei uns. Die werden ja dann anschließend versteckt. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig geschnitten ist. Und dann wird es so eingeklebt. Und das kommt dann in unsere Box rein. Und hier oben sitzen dann die beiden Schokokugeln drauf. Damit die aber sitzen können, brauchen wir hier noch Öffnungen. Ich mache aber jetzt, bevor, weil ich dann die Big Shot raushole, machen wir erst im ersten Schritt unsere Stempel. Das, ich habe dann ein Stückchen Flüsterweiß noch zur Hand. Hier. Ich habe dann mit dem Stamparatus gearbeitet, einfach weil er irrsinnig bequem ist. Sollte man nicht ganz genau stempeln, kann man mit dem Stamparatus ja noch ein zweites Mal drüber stempeln. Das heißt, ich gehe her, nehme mein Papier, fixiere mir das Ganze im Stamparatus. Da ist der Magnet etwas zu weit oben. So. Ich habe mich hier, wie gesagt, entschieden für diese Dreiersets. Diese Stempel kommen auch immer in so Dreiersets. Die sind verbunden. Die sind wirklich gemeinsam verbunden. Ihr stempelt die dreifach, sofern ihr auf alle drei Tinte drauf gibt. Aber grundsätzlich könnt ihr da drei Motive gleichzeitig stempeln. Ich gehe gern her, lege mir hier unter den Stamparatus auf die rechte Seite noch das Stempelset drunter. Das geht sich genau aus. Gestempelt habe ich das Ganze in Granit. Ist ein bisschen zarter als schwarz. Gehe mit dem Stempelkissen drüber und kann hier dann mein Stempelmotiv abdrücken. Und wenn ich mir denke, es ist jetzt, ihr seht es vielleicht im Video nicht, es ist noch nicht ganz sauber gestempelt. Es sind so kleine Motive, die da noch ein bisschen Lücken haben. Dann kann ich mit dem Stamparatus exakt noch einmal über dieselbe Stelle drüber stempeln, weil sich ja Papier und Motiv nicht bewegt haben. Und jetzt ist das Ganze ein satter, gleichmäßiger Stempelabdruck und ihr habt hier drei Stempelmotive gleichzeitig. Also diese Sets, beziehungsweise auch dann das Stamparatus, die eignen sich wunderbar für Massenproduktion und ihr könnt da viele Sachen gleichzeitig machen. Und dann habe ich aus der Serie lagenweise Quadrate hier dieses kleinste Quadrat mit den Wellen verwendet. Ich habe leider keine Stanzform mehr, die auf die Größe der Kugeln passt. Also ich habe schon noch eine, aber die ist leider aus dem Sortiment rausgenommen worden. Und die Stanzformen aus den lagenweisen Kreisen sind mir für die Lindkugeln alle irgendwie zu groß gewesen. Aber warum nicht auch mal mit einem Quadrat arbeiten? Das heißt, ich gehe jetzt her, lege mir auf meine Big Shot Platte mein Stempelmotiv drauf, habe dann meine Stanzformen. Die Stanzformen passen exakt über diese drei Stempelmotive drüber. Ich lasse da beim ganz äußeren leichten Rand, nehme meine zweite Acrylplatte. Das Schöne ist ja an der Magnetplatte, dass die Stanzform genau dort bleibt, wo wir sie hinlegen. Wenn ihr dieses Knacken hört, ist das ganz normal. Die Big Shot Platten sehen mit der Zeit so aus. Meine sind schon ziemlich gebrochen, die werden jetzt demnächst einmal ersetzt werden. Wobei ich ehrlicherweise auch auf die neue Stanzmaschine von Stampin' Up warten möchte. Wir sind ja alle schon sehr gespannt, wann diese erhältlich sein wird. Vor allem die kleine, auf die freue ich mich, weil diese Stanzform zum Beispiel, diese drei hier, passen wunderbar auch in die kleine neue Stanz- und Prägemaschine von Stampin' Up.
Und dann nehmen wir im zweiten Schritt unser Flüsterweiß. Ihr müsst euch nur vor Beginn überlegen, wo ihr diese Quadrate hinhaben möchtet, dass sich die auch ausgehen. Also ich habe gemerkt, es geht sich sehr gut aus, wenn man eine dieser Spitzen zur linken äußeren Falzlinie anlegt und dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Dann seid ihr etwa gleich positioniert. Einmal ausgestanzt die Öffnung. Das Ganze müssen wir auf der gegenüberliegenden Seite ebenso machen. Ich habe hier wieder diese Spitze auf die ganz die äußere Falzlinie angebracht. Und meine Pickshot stellen wir gleich wieder weg. Die nimmt doch ein bisschen viel Platz weg. Und jetzt habe ich hier meine Hülle, meine Box und das Stöfchen. Ihr seht, ihr habt hier jetzt dann zweimal diese Öffnung und ich beginne relativ unspektakulär mit dem Flüssigkleber. Den trage ich mir hier außen auf die Klebelaschen auf. Wer mag, verwendet bitte das Abreißklebeband oder den neuen Stampin' Seal. Da würde ich aber empfehlen, den Stampin' Seal Plus zu verwenden, weil der für Boxen besser geeignet ist als der normale. Und jetzt kleben wir einfach alle vier Laschen nach innen ein. Etwas festhalten, bis sich der Kleber mit dem Farbkarton verbinden kann und die zwei Seiten dadurch fixieren. Und die letzte Seite. Ich habe hier, ich sage es gern immer wieder dazu, ich habe hier in diesem Fläschchen, die habe ich online bestellt, ich verlinke euch die unten in der Infobox, unseren ganz normalen, handelsüblichen Tombow-Flüssigkleber. Nicht wundern, da ist nur die Verpackung, also die Außenhülle, kaputt gegangen. Aber grundsätzlich ist da ganz normal der Flüssigkleber, der Tombow drinnen. Aber ich habe mir mittlerweile angewohnt, ich kann mit diesen feinen Spitzen hier einfach besser dosieren. Und gerade diese kleinen Flächen, wie wir sie hier haben, könnt ihr natürlich mit den Mini-Klebepunkten arbeiten. Die sind ungefähr gleich groß wie diese kleinen Flächen. Aber wie gesagt, auch hier diese Spitze von diesem kleinen Fläschchen eignet sich, um da ganz, ganz präzise zu arbeiten. Und ich zeige euch anschließend noch, was ich noch mit dieser kleinen Spitze aufkleben werde. Also ich gehe jetzt her, habe hier die Klebelasche und gebe einmal im ersten Schritt Flüssigkleber drauf und schlage mir das wie bei einer normalen Box einmal ein. Das ist noch nichts Besonderes. Auf allen vier Seiten machen wir das. Das ist die dritte Seite jetzt. Und die vierte. Immer dabei schauen, die Schneidekante an die Falzlinie gut anbringen. Dann klappe ich das kleinere Seitenteil ein und gebe auf die äußeren Seitenteile etwas Flüssigkleber drauf. Und auch hier schauen, dass wirklich die Schneidekante an die Falzlinie angebracht wird. Festhalten, bis sich das Ganze gut verbinden kann. Wenn ihr nicht ordentlich reinkommt mit den Fingern, nehmt einfach den Papierfalter dazu. Wichtig ist es, von innen etwas dagegen drücken. Deutsch ist heute nicht mehr so meine Sprache. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenso. Umschlagen und ein wenig festhalten, bis sich das Ganze verbindet. Ihr könnt da wirklich gern noch mit dem Papierfalter reindrücken, das Ganze festhalten und festdrücken. Und so ist euer Stöfchen fertig. Und dieses sollte dann ziemlich genau hier hineinpassen. Ich
habe dann die Kugeln etwas, also diese überschüssige Folie etwas zurechtgedrückt. Ihr könnt dann natürlich, also gerade diese Schokokugeln gibt es in unterschiedlichsten Farben, ihr könnt euch da ja wirklich spielen und die Außenhülle mit der Dekoration an die Farbe innen anpassen von euren Kugeln. Ich nehme jetzt dann unsere Hülle, die da außen drum herum kommt, gebe auf die Klebelasche Abpressklebeband drauf. Ziehe mir die Schutzfolie ab. Und komme hier auch von der gegenüberliegenden Seite rein. Schnittkante an Falzlinie anbringen. Fest zusammendrücken und dann passt hier die Außenhülle auf unseren Boden drauf. Jetzt kleben wir noch das Designerpapier fest. Wie gesagt, 4 Stück braucht ihr mit 7,5 zu 3,6 cm. Da nehme ich jetzt den Slime Pencil. Der hat da so eine Schutzkappe drauf, um den Kleber, der da auf der Rolle drauf ist, zu schützen. Auf alle 4 Seiten oder wie ihr mögt, den Kleber aufbringen. Und euch bleibt ein Rand in Granit von ungefähr einem halben Zentimeter auf allen 4 Seiten oder beziehungsweise 2,5 Zentimeter auf allen 4 Seiten, 2,5 Millimeter, so ist es. Das Designerpapier ist auf um einen halben Zentimeter kleiner als die Fläche, auf die ihr sie aufklebt. So, jetzt. Und ihr habt jetzt gesehen, ich konnte das Designerpapier noch einmal runterheben vom Farbkarton, weil es schief aufgeklebt war. Und das ist der Grund, warum das Stempensil, der normale Stempensil, am besten passt, wenn wir Designerpapier aufkleben. Allerdings für Farbkarton auf Farbkarton ist immer noch das Stempensil Plus, Abreißklebeband oder der Flüssigkleber die bessere Lösung. Ganz leicht aufdrücken, dass der Kleber auf dem Papier Halt findet. Und so haben wir die Hülle dekoriert. Ich habe hier, gebe jetzt einmal noch diese Bänder vom Prototyp drauf. Ich wollte ursprünglich eigentlich das Ganze fixieren, aber dann bin ich drauf gekommen, ich will ja die Verpackung nicht kaputt machen, um an den Inhalt zu gelangen. Das wisst ihr, das ist ja nicht mein Zugang, weil das Ganze wäre ja schade. Wenn man die Kugeln zum Beispiel aufisst, könnte man ja neue reingeben. Und das Ganze wieder weiter verschenken. Wäre ja schade drum, wenn diese Box dann im Müll landet, aufheben und weiter schenken. Ihr esst das, was drinnen ist, und dann kriegt es der nächste. Und darum machen wir diese Hüllen nicht kaputt. Mein Zugang. Also jeder macht, wie er möchte, aber bei mir ist es halt so, es kann ruhig dann so eine Art Wanderpokal werden. Ich habe hier meinen Stempel. Mein Stempelkissen in Blütenrosa. Und mein neues Stempelkissen in Aventurin, eine der neuen Inkaler 2020 bis 2022. Ich hole euch jetzt noch ein Stückchen näher ran. Und zwar könnt ihr hier sehen, wir haben ein Blumenmotiv da drauf. Und bei unserem Stempelset sind noch unscheinbare volle Stempelmotive dabei. Und die, ich habe hier die auf dem Stempelblock schon drauf. Das ist dieses eine unscheinbare Stempelmotiv und das zweite, eigentlich nichtssagend, aber ich gehe mit dem vollen in mein Blütenrosa rein. Ihr macht das Ganze dann besser, wenn ihr das, den Kopf über das Stempelmotiv halten könnt. Beim Aventurin einmal abstempeln, das ist mir sonst zu viel Farbe. Und ihr könnt damit dieses Stempelmotiv kolorieren.
Die passen exakt drüber. Also jetzt nicht wundern, dass hier da so ein weißer Rand ist und oder die Flächen frei sind. Das liegt daran, dass ich jetzt den Kopf nicht genau drüber halten konnte über das Stempelmotiv. Wenn ihr das zu Hause macht, wird das Ganze sauberer. Wobei ich finde es auch so ganz charmant, wie so ein Cartoon-Effekt. Muss ja nicht immer alles so akkurat sein, aber ihr seht, ihr könnt euch diese Blüten auch in euren Farben einfärben. So, hier ein Stückchen raus. Ich habe hier dann meine flüsterweiße Kordel. Da schneide ich ein Stückchen ab. Augenmaß durchfädeln. Wir machen uns da einen Knopf rein. Diese Öse muss nicht allzu groß sein, nur damit man diesen Tag, heißt ja nicht umsonst Celebration of Tags, diesen Anhänger auf unserem Band fixieren können. Nehme meine beiden Bänder, lege sie um meine Box herum. Gehe da eher so auf eine Seite rüber, will das ein bisschen so versetzt haben. Nochmal. Die Bänder sind zwischenzeitlich auch vollständig getrocknet, also keine Angst, dass ihr euch da die Finger jetzt schmutzig macht mit Stempelfarbe. Ich habe jetzt einmal im ersten Schritt nur, hole ich noch ein bisschen näher ran, einfach nur mal einen Knoten reingemacht, nehme dann mein Stempelmotiv, fädle mir die beiden Bänder durch, ziehe mir sozusagen meinen Tag auf das Band drauf und mache noch einmal einen zweiten Knoten rein. Ganz einfach. Wer mag, kann natürlich eine Masche machen, eine Schleife. Ich mache es mir dieses Mal einfach. Einfach einen Doppelknoten. Und dann hängt mein Tag meinen Anhänger einfach runter. Abschneiden die Enden. Die müssen nicht gleich lang sein. Auch das darf ein bisschen so die künstlerische Freiheit haben. Und so habt ihr euer Stempelmotiv angehängt. Und dann habe ich noch aus der Serie Ewiges Grün, Blumen für jede Jahreszeit, so diese, wie nennen sie sich, Schmucksteine. Diese Schmucksteine sind wie unsere Straßsteinchen, ja, das Vokabel war halt nicht ganz so, wie die Straßsteinchen, allerdings ohne Kleber auf der Rückseite. Das heißt, ich nehme wieder mein Fläschchen mit der Präzisionsspitze. Ihr könnt da gerne auch den Präzisionskleber verwenden, nur der ist bei mir jetzt mittlerweile durchs viele Verwenden ausgegangen. Also leer geworden. Ich habe hier drei dieser Punkte vom Flüssigkleber drauf. Nehme meine Aufhebhilfe und nehme mir da drei so dieser grünen, bewusster grünen Steinchen. Gern auch in unterschiedlichen Größen. Ihr seht, ich habe hier zwei größere und was kleineres verwendet. Aber diese nehmen den Farbton wieder auf, den ich hier auf die Blüten drauf gestempelt habe. Das gehört jetzt ein bisschen getrocknet, also das einfach jetzt mal ein paar Minuten in Ruhe lassen. Der Kleber trocknet dann klar und zieht an und hier hält Bombe. Ja, das Ganze ist jetzt mittlerweile hart und getrocknet. Das würde sich jetzt noch verschieben lassen, wie wir es beim Flüssigkleber grundsätzlich genießen, wenn wir das Aufzuklebende noch ein bisschen bewegen können. Aber das hält euch. So, ist jetzt falsche Richtung. Das war mein Projekt für diese Woche, für diesen Monat mit der Steffi. Ich möchte euch nur ganz kurz zeigen, ein Reststück von dem Designerpapier, wenn ihr hier die vier Stücke runterschneidet, bleibt euch noch was übrig. Ich habe hier eine schnelle Karte draus gemacht mit dem mittleren Anhänger, mit unserem zuckersüßen Zebra. Es wäre zum Beispiel entweder Gratulationskarte, also zum Geburtstag oder wenn jemand eine Prüfung geschafft hat oder so. Ich habe hier ganz einfach Farbkarton in Granit, habe flüsterweiß aufgeklebt, das Reststück vom Designerpapier, das muss nicht vollflächig sein, habe wieder ein Stück von dem flüsterweißen Band, von dem Saumband hier,
in Schiefergrau oder Granit, was immer ihr zur Hand habt, eingefärbt, einmal drum geschlagen, den Tag aufgewickelt und fertig ist eine schnelle Karte. Wieder diese drei grünen Steinchen und das allerletzte Reststück einfach innen eingeklebt, noch einmal als Dekoration und da könnte man dann die Nachricht draufschreiben. So sind zwei Projekte ganz schnell einfach hergestellt mit dem Stempelset Celebration of Tags aus dem Jahreskatalog mit den dazugehörigen Stanzen Anhängertrio. Ich hoffe, wir konnten euch heute mit unseren Ideen ein bisschen dieses Stempelset näher bringen. Es verschwindet ganz gerne an meinem Katalog, weil es, zum einen ist es Englisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die meisten kaufen doch ganz gerne dann nochmal lieber ein deutsches Stempelset. Aber dieses hier, ihr könnt hier zum Beispiel ist ein leerer Anhänger drin, da könnt ihr x-beliebigen Spruch reinstempeln, den ihr sonst aus einem anderen Stempelset noch zur Hand habt. Ansonsten It's Your Day oder Hip Hip Hooray sind ja so Sprüche, die man ja auch in Deutschland und in Österreich kennt. Ja, ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Hüpft mir doch bitte gleich einmal rüber zur Steffi. Ich habe euch ihren Kanallink unten in der Infobox eingeblendet. Genauso auch findet ihr alle Produkte, die ich verwendet habe. Zum Beispiel auch dieses Fläschchen, wo ihr die herbekommt. Und ansonsten sehen wir uns dann am Montag wieder mit einem neuen Projekt. Bleibt mir gesund und alles Liebe. Tschüss.